Lady of the Winter, da habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut. Da habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut. Lava devours an entire car. Wir gucken da mal kurz rein, Daily Dose, und danach gucken wir das Simpsons-Vorhersagen-Video. Aber das mit der Lava interessiert mich jetzt mal gerade. Let's go. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. A wall of lava slowly devoured this car that was in the way. Lava ist schon krass, ne? Ich meine, man kennt Lava so aus zum Beispiel Minecraft. Also irgendwie, ich halte Lava nie für so ein echtes Phänomen. Und irgendwie sieht es auch nicht so aus, wie ich Lava denken würde, dass sie aussieht. To be honest. Jetzt mal ehrlich, Leute. Du, stellt ihr euch so Lava in echt vor? Für mich ist es immer dieses rote, heiße Zeug, was irgendwie runterfließt. Klar, es ist wahrscheinlich echt logischerweise nicht so, aber es sieht halt eher aus wie so Geröll. Oder nicht? Aber RIP Auto. Okay, hier sieht man das so ein bisschen. Aber es ist eher so eine Geröllfeuerwalze. Die fließt auch echt langsam, ne? Die fließt echt langsam. Die ist kühl gerade. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Liegt Sarah, ne? Aber krass, wo ist denn das? Also es muss ja irgendwo sein, wo so aktiver Vulkan sein, oder? This is what happens when you try to call for your dog, while your dog is right next to you. Bentley! Bentley, where are you? Come here! Bentley! Er so, Bro, ich bin hier, was ist mit dir? Ready, set, oh, wir haben doch gerade erst dieses Sprungvideo geguckt. Geile Aufnahmen, ey. Das ist so einer der Dinge, ich hätte furchtbar gerne von mir eine Aufnahme, wie ich sowas mache. Es wäre so cool, einfach so einen Shot zu haben, wie ich einfach so eine Klippe runterspringe in so einem Suit. Und das sieht einfach voll krass aus. Aber ich würde es nicht wirklich machen wollen. Ich habe da voll Schiss vor. Ich würde es niemals machen wahrscheinlich. Aber ich hätte furchtbar gerne eine Aufnahme, wie ich das mache, weil es sieht einfach geil aus. Oh, Mann. Mach halt ein Fallschirmsprungvideo. Das ist halt so die Sache. Ich würde nicht mal Fallschirmspringen. Ich bin Fallschirmspringen schon lebensmüde. Da mache ich doch nicht sowas. Bruder, alles gut? Bruder, alles gut? Irgendwie wirkt er ein bisschen unzufrieden. The bird didn't seem too bothered by the bees as it eats the honey from their hive. Ich dachte erst, der Vogel ist voll am Leiden, aber nein, ihn juckt's nicht. Photoshop doch, ja, aber das ist ja nicht dasselbe, wie wenn ich wirklich darunter springen, weißt du? Das ist ja nicht dasselbe. Boah, ey, wenn ein Mensch da wäre, der wäre zerstochen bis zum Abwinken. Wahrscheinlich der Vogel auch, aber vielleicht juckt ihn es einfach nicht. Someone ran over a fire hydrant and the water pressure lifted the car up in the air. Das sieht so fake aus. Geil. Vor allem, wie viel Druck dahinter muss. So ein Auto wiegt doch locker eine Tonne, oder? Oder zwei? Ja, zwei Tonnen. Ein bis zwei Tonnen wiegt doch so ein Auto. This is what they're actually hiding inside of your face mask. Da ist ja nichts drin, oder? Das ist ja ein Hund. This is where American immigrants have come from over the years. In welchem Jahr sind wir? 1949. Krass, meist Italiener. Aber gut, es gibt in San Francisco ja auch so einen italienischen Stadtteil. Oder war es New York? Ich habe doch gar keine Ahnung. Deutsche sehr, sehr viel. Macht natürlich geschichtlich gesehen auch total. Wir sind Kanada, Nachbarland. Wenige Mexikaner. Ich predikte, das wird sehr hoch gehen. Weil, ne, kennt man ja, hat man schon oft gehört, viele immigrieren halt in den USA. Polen sehr viele, United Kingdom macht auch Sinn, selbe Sprache, Sowjetunion, das hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht. Alle Spione. Einmal 870.000 Spione. Okay, Deutsche immer weniger, Italiener, und da kommen die Mexikaner, ja. Und Kuba, oh, Kuba, boah, okay, die ziehen ja komplett ab. Little Italy gibt es in jeder großen Stadt. Ja, ich wollte gerade sagen, beide schon mal gehört. Ich meine, auch in San Francisco, als wir in San Francisco waren, haben wir auch irgendwie sowas in der Richtung auf der Karte gehabt. Aber krass, wie die Mexikaner abgehen. Krass, wie die Mexikaner abgehen. Oh, Inder. Krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Filipinos auch 4. Warte mal, was ist denn heutzutage so? Interessiert mich gerade mal.
Inna, China, Philippinos, El Salvador. Guck mal, Deutsche sind gar nicht mehr auf der Liste heute. Krass. Oh, to the moon! Ja, das ist ja keine echte Gans, oder? Nein. Companies are beginning to use robots that can grab items off of shelves. Das sieht satisfying. Also, dieser Moment, wo das Ding so hochfährt, ne? Hier, warte mal. Der hier. They can grab items das ist irgendwie mies satisfying, oder? Off of shelves. Oder sehe das nur ich so? Ich finde das schon mies satisfying. Here's a cool krass. Timelapse of a small town in Canada. Oh, Kanada hat auch so schöne Natur, war ich leider noch nie. Mit so einer beruhigenden Musik noch. Gerade einschlafen, ne? Oh, der arme Fisch. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. And huch, da kam ein größerer Fisch. I'll see you guys again very, very soon. Later. Daily Dose of Bloopers, das kommt mir jetzt. This is what they're actually hiding inside of your face. Mal kurze Frage, weiß man eigentlich, wie Daily Dose aussieht? Weil ich meine, der Channel ist ja riesig, ne? 10 Millionen Subs. Und läuft ja auch ohne Ende. Also wenn du mal guckst, so 4,2 Millionen Views vor 2 Tagen, das ist gerade geguckt, 7,4, 6,1, 6,6. Für einen Channel, der 10,8 Millionen Subs hat, ist das eine insane Rate. Ich würde auch gerne mal wissen, wenn wir einfach mal kurz gucken auf Social Blade, wie viele monatliche Views macht der? Wie viele monatliche Views macht der? Der hat Instagram. Ich würde so gerne wissen, wie der aussieht. Warte mal, wir gucken da gleich mal rein. Der macht im Monat 100 Millionen Views. Ich sag's euch, Leute, ne? Das mit einem internationalen CPM, also mit internationalen Videos, zum Beispiel englischen, das schellert rein. Der macht auf jeden Fall safe 6-stellige Beträge im Monat. Ich tippe so, der macht bestimmt 100. Ich kenne da jetzt keinen internationalen CPM ganz genau. Ich weiß nur, dass es deutlich mehr ist. Aber der kann ich mir schon vorstellen, dass der 150k macht. Manche sagen, der zeigt sich manchen nicht. Der hat Instagram. Okay, wir gucken mal auf das Instagram. Aber sieht man den da? Nee, der postet ja auch nur Clips. Und nirgendwo sieht man sein Gesicht. Er zeigt sich, wo denn? Habt ihr irgendwie ein Bild von ihm? Ich würde so gerne gerade wissen, wie der ausschaut. Ich guck mal kurz auf dem Handy, da geht es besser. Daily Dose of Internet. Der hat keine Story gerade. Und ich sehe hier nirgendwo ein Bild von ihm. Das ist er ja nicht, oder? Der postet ja da genauso nur. Daily Dose of Internet Face. Daily Dose of Internet Exposed. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Das ist die Stimme. Es ist so weird, zu der Stimme im Gesicht zu sehen. Findet ihr nicht? Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Here you see some guy talking to himself on the phone, trying to get some likes on Twitter. Ich finde das gerade ganz funky, weil diese Stimme wirkt so, als wenn sie gar kein Mensch gehört, aber es ist so komisch. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Wie ist es, wenn er einfach irgendwo was bestellt, so eine Pizza? Und er einfach anfängt zu reden, man erkennt ihn doch instant, das ist so eine bekannte Stimme. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so flasht, aber ich find's irgendwie krass. Ich könnte das die ganze Zeit nochmal gucken, warte. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Here you see some guy talking to himself on the phone. Es wirkt irgendwie fast so fake, als wenn er nachsynchronisiert wurde, wisst ihr? Als wenn es nicht wirklich seine Stimme ist. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Here you see some guy talking to himself on the phone, trying to get some likes on Twitter. So sieht also Daily Dose of Internet aus. Krass. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.